Den Mann, den du nicht aufgeben willst. Wir haben wohl alle diesen einen Menschen in unserem Leben, der einen festen Platz hat, den niemand sonst ausfüllen kann. Sie kommen und gehen in unserem Leben und bringen unsere Herzen zum Schwingen, mit jedem Wort, in jedem Blick. Wir lächeln schüchtern und schauen nachdenklich weg. Wir alle hoffen, dass es eines Tages mit diesem Menschen klappt. Er ist dieser eine Mensch, den du nicht aufgeben willst. Er bekommt 1 Million Chancen und dann noch eine, während andere Menschen in deinem Leben nicht einmal eine zweite bekamen. Ihr seid niemals nur Freunde, selbst wenn du das manchmal sagst. Und du denkst dir, wenn du dem Ganzen nur noch eine weitere schenkst, klappt es vielleicht diesmal. Du weißt, dass du dich nicht in ihn verlieben solltest, tust es aber trotzdem. Es schafft das Muster dafür, was du für andere fühlst. Egal, welche Eigenschaften das sind, bestimmt er, wie du jede zukünftige Beziehung siehst. Ihr streitet wie ein altes Ehepaar, würdet einander aber bis ans Ende der Welt verteidigen, wenn es notwendig wäre. Nichts hat dir mehr wehgetan, als zu sehen, wie er verletzt wurde. Auch er hat all deine Ex-Partner gehasst. Es waren seine Arme, die dich nach deinem ersten Liebeskummer gehalten haben. Und seine beruhigende Stimme, die dir sagte, dass du jemandem Besseres haben kannst. Im Kopf hat er sich gefragt, könnte ich das sein? Er war das Sicherheitsnetz nach jedem Sturz und die Gesellschaft, wenn du allein sein wolltest. Die Sache ist aber die beste Gesellschaft ist, wenn man keine will. Er war derjenige, der bereit war, mit diesem einen Typen zu kämpfen, der dich in der Schule beleidigt hatte und ihn festhielt, bis er sich entschuldigte. Er hat immer versprochen, dich zu beschützen und er ist seinem Versprechen treu geblieben. Egal, wo du in deinem Leben bist, kannst du bei jedem Anruf sofort nur am Klang seiner Stimme erkennen, wie es ihm an diesem Tag geht. Ihr habt beide eure eigene Vergangenheit, vor der ihr davonläuft. Aber wenn es um den jeweils anderen geht, kommt ihr beide nie zu weit. Du kennst jedes Hindernis, das er überwunden hat und die Leichen in seinem Keller. Du urteilst deswegen nie über ihn und vielleicht ist das der Grund, warum er immer noch eine wichtige Figur in deinem Leben ist. Er ist jeder Neujahrsanruf und das Klingeln an deinem Geburtstag um Mitternacht. Es ist etwas Beruhigendes an dem Menschen, den du nicht aufgeben wirst und der bewiesen hat, dass die Zeit nichts ändert. Er beweist, dass Entfernung nur eine mathematische Komplikation in unserem Kopf ist und zu einem minimalen Hindernis wird, wenn man genug für jemanden empfindet. Also hoffst du, das ist alles, was du tun kannst, im Muster des Wartens und immer wieder Verlassens. Du willst nur das Beste für ihn, auch wenn du manchmal nicht Teil davon bist. Du freust dich über seine Errungenschaften und über den Menschen, zu dem er in den Jahren eurer Bekanntschaft geworden ist. Während du zusiehst, wie er besser wird, merkst du, dass ihn zu kennen auch dich besser gemacht hat. Du weißt nicht, ob er dich eines Tages jemandem Wichtigen vorstellen wird und du schüttelst still seine oder ihre Hand und verleugnest eine gemeinsame Geschichte, die jetzt die Vergangenheit definiert. Aber wenn dieser Tag kommt, wirst du mutig die beste Miene aufsetzen, die du kannst, und ihnen alles Gute wünschen. Aber dann kommt dir auch der Gedanke, was wäre, wenn, in den Sinn. Was, wenn ihr es eines Tages hinbekommt? Du denkst über eine Zukunft nach, von der du nicht weißt, ob sie existiert, aber nur in deiner Vorstellung. Du hältst dich an dieser Hoffnung fest und an der Geschichte, das ist alles, was du tun kannst.